bist es. Was für ein Zufall, dich hier an diesem berauschenden Ort zu treffen. Ich würde dir ein Getränk anbieten, aber aus irgendeinem Grund borgen mir die Arbeiter nichts von ihrem Wein, diese Geizkragen. Ich habe mir vor einiger Zeit ein eigenes Weingut auf Kos zugelegt. Ich kam in Schwierigkeiten, als meine Investoren, drei Brüder, die sich der Kerberos nannten, das Vertrauen in mich verloren. Aber nachdem sie einen tragischen Zusammenstoß mit einem blutrünstigen Söldling hatten, kam ich wieder auf die Beine. Seitdem gab es Wein im Überfluss in Kos und Drachmen im Überfluss in meinem Geldbeutel. Aber echt schade um den Kerberos. Habe selten nettere Leute getroffen. Wie du an den Trauben erkennst, sind wir auf einem der vielen Weingüter der griechischen Welt. Wein war ein wesentlicher Bestandteil der griechischen Kultur und jetzt lernst du, wie er hergestellt wurde. Wein war nicht nur köstlich und erst recht lukrativ, sondern auch ein wichtiger Teil der griechischen Wirtschaft. Ich verspreche dir, dass wir uns am Ende deines Besuchs wiedersehen. Bis dahin! Die Weinherstellung begann im 4. oder 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. In der Bronzezeit war sie in Griechenland weit verbreitet und innerhalb weniger Jahrhunderte perfektionierten die Griechen sie. Der erste Schritt war immer die Weinlese, bei der die Arbeiter des Weinguts die Trauben von den in Reihen aufgestellten Reben pflückten. Homer zufolge wurde die Lese oft von Musik begleitet, um ihr eine festlichere Atmosphäre zu verleihen. Im alten Griechenland gab es drei Geschmacksrichtungen für Wein. Austeros, Glukason und Autokratos. Er konnte mit Gewürzen, Kräutern, Harz und sogar Parfüm aromatisiert werden. Außerdem war er mit einem Alkoholgehalt von ca. 16% viel stärker als moderner Wein. Deshalb wurde das Getränk mit Wasser vermischt, um es süffiger zu machen. Trauben wurden getrocknet, um den Wein süßer zu machen und zu verhindern, dass er zu essig wurde. Auf den meisten Weingütern legte man die Trauben zum Trocknen einfach unter der heißen Sonne auf den Boden und deckte sie nachts zu, damit sich kein Tau auf ihnen sammeln konnte. Hesiodos, den wir heute Hesiod nennen, beschrieb in seinem Gedicht Werke und Tage die ideale Trockenzeit für Trauben mit 10 Tagen und 10 Nächten. Wenn sie endlich komplett getrocknet waren, wurden die Trauben in Krügen gesammelt, wie auch heute noch. Die Griechen pressten die geernteten Trauben auf verschiedene Arten aus. Bei der gängigsten Methode zerstampften die Arbeiter die Trauben mit den Füßen in einer Linos, einem Tretbottich. Alternativ pressten die Griechen die Trauben manchmal von Hand mit einem Filter, zerrieben sie in einem Mörser oder quetschten sie mit einer sogenannten Sackpresse. Nach dem Pressen wurde der dabei entstandene Traubensaft in große Behälter namens Pithoi gefüllt, wo er vergor. Wenn er fertig vergoren war, wurde der Wein durch einen Itmos oder Sack geklärt, um ihn von der restlichen Hefe, dem Trub, zu trennen. Der Wein kam dann in einen speziellen Lagerraum. Der Raum war trocken. Weil die Weinpithoi darin halb im Boden vergraben waren, behielten sie eine konstante Temperatur von etwa 15 Grad Celsius. Dadurch verlor der Wein nicht an Qualität, bevor er zum Markt gebracht wurde. Wenn der Wein verkaufsfertig war, wurde er in Transport- und Lagerbehälter, sogenannte Amphoren, gefüllt. Amphoren waren kleiner als Pithoi und deshalb leichter zu transportieren und auf überfüllten Märkten auszustellen. Das heißt aber nicht, dass der Weintransport immer einfach und sicher war. Manchmal erlitten Schiffe, die Amphoren geladen hatten, Schiffbruch, bevor sie am Ziel ankamen. Und hunderte Liter Wein gingen im Meer verloren. Ah, du bist es!
Bist du berauscht vom Wissen? Ich hoffe, du hattest Spaß dabei, alles über das Pflücken, Stampfen und Abfüllen zu lernen, das für das griechische Lieblingsgetränk nötig ist. Vielleicht würden meine Kunden meine absolut vernünftigen Preise besser verstehen, wenn sie wüssten, wie schwer die Weinherstellung ist. Aber reden wir über etwas anderes, ja? Was kann ich sonst noch für dich tun? Wenn du es sagst, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Willkommen in Korinth. Ich habe heute einen ganz besonderen Besuch für dich geplant. Heute wirst du vieles über das Leben der griechischen Frauen lernen können. Korinth war eine der größten Städte der griechischen Welt. Zu meiner Zeit lebten etwa 90.000 Menschen in der Stadt. Und einen Großteil dieser Bevölkerungszahl machten Frauen aus. Diese Führung wird ein Licht auf diese Frauen werfen. Wir werden uns ansehen, wie sie ihr tägliches Leben führten. Such mich auf, wenn du dich umgesehen hast. Dann reden wir über das, was du gelernt hast. Junge Mädchen, die im antiken Griechenland aufwuchsen, wurden von Ammen großgezogen. Sie verbrachten die meiste Zeit im Frauenbereich ihres Hauses, dem Gynekonitis. Dort spannen sie Fäden oder beschäftigten sich mit Weben. Besonders im Vergleich zu Jungen gibt es zwar kaum Hinweise darauf, dass Mädchen spielten, aber wir wissen, dass sie es taten. So zeigt zum Beispiel eine antike Terrakotta-Gruppe zwei junge Mädchen beim sogenannten Ephedrismos. Bei diesem Spiel ging es darum, mit Hilfe eines Steins oder Balls ein entferntes Ziel zu treffen. Der Verlierer musste die Augen schließen und den Gewinner so lange Huckepack tragen, bis er das Ziel berühren konnte. Für eine junge Griechin war die Heirat der Höhepunkt ihrer Einführung in die Gesellschaft. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen lag bei 40 Jahren. Die meisten von ihnen waren bei ihrer Hochzeit deshalb erst 14 oder 15 Jahre alt. Eine Ehe erforderte übrigens auch nicht ihre Zustimmung. Sie wurden einfach vom Schutz des Vaters in die Obhut des Ehemannes übergeben. Verheiratete Frauen galten technisch gesehen nicht als Bürgerinnen und hatten deshalb auch nicht dieselben Rechte. Sie erhielten allerdings eine Aussteuer, die nur sie ausgeben durften. Im Falle einer gescheiterten Ehe musste die Aussteuer allerdings an den Brautvater zurückgezahlt werden. Nachdem die Ehe vollzogen war, wandelte sich der Status der Frau von einer Jungfrau zu einer Braut. Diesen Status behielt sie bis zur Geburt ihres ersten Kindes, woraufhin sie offiziell zur Frau wurde. Die Frauen, die im antiken Griechenland lebten, hatten keinerlei politische Rechte. Männer kontrollierten so gut wie jede ihrer Lebensphasen. Die wichtigste Aufgabe der in Städten lebenden Frauen war das Austragen von Kindern, vorzugsweise Söhnen, sowie das Versorgen des gesamten Haushalts. Die Bewegungsfreiheit der Frauen außerhalb ihrer Häuser beschränkte sich lediglich auf die Besuche anderer Frauen, wie es zu dieser Zeit Sitte war. Es gab nur wenige Ausnahmen dieser strengen Regel. Dazu gehörten Hochzeiten, Beerdigungen und religiöse Feste, in denen Frauen wichtige öffentliche Rollen einnahmen.
Für die meisten Frauen gehörte die Herstellung von Textilien zu ihren Hauptaufgaben. Es lag in der Verantwortung der Frau, alle Familienmitglieder mit Kleidung zu versorgen und andere Haushaltstextilien zu weben. Eine geschickte Weberin galt nicht nur als attraktiv, sondern auch als gute Ehefrau. Homeros, heute Homer, beschrieb zum Beispiel Odysseus' treue Ehefrau Penelope als eine Frau, die ihre meiste Zeit mit Weben verbrachte. Viele griechische Vasen zeigen zudem Frauen beim Weben. Auf diesen Bildern tragen sie zumeist ein Tuch, welches zur damaligen Zeit als ein Symbol der Braut galt. Frauen des antiken Griechenlands kochten im Küchenbereich ihrer Häuser. Weil ihre Kochutensilien aber klein und transportabel waren, bereiteten sie die Mahlzeiten auch im zentral gelegenen Hof zu. Hier führten sie auch ihre anderen häuslichen Aktivitäten aus. Besucher oder Passanten bekamen diese selten zu sehen, denn die Architektur der klassischen griechischen Häuser war so beschaffen, dass man die Frauen nie bei der Arbeit sehen sollte. Laut dem Historiker Strabon war der Tempel der Aphrodite eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten von Korinth. Das war zum größten Teil der Verdienst der Patroninnen des Tempels. Diese sogenannten Hetären wurden sowohl von Männern als auch Frauen für die Göttin gespendet. Es ist nicht überraschend, dass der Tempel der Aphrodite zu einem großen Teil zum Reichtum Korinths beitrug. Die Hetären waren die Hauptattraktion des berühmten Tempels und viele Besucher kamen nach Korinth, um ihre Gesellschaft zu genießen, die sie sich einiges kosten ließen. Sei mir gegrüßt. Ich hoffe, dein Besuch war äußerst aufschlussreich. Griechische Frauen lebten im Vergleich zu Männern ein sehr viel eingeschränkteres Leben. Trotz allem bewahrten sie sich aber ihre Stärke und Würde. Und möchtest du dir noch etwas ansehen? Nun gut, ich wünsche dir alles Gute und danke dir für deinen Besuch.